Yo, was geht ab, Leute? V-Trucks am Start. Ich darf euch heute erstmal wieder begrüßen zu einem erneuten Commentary auf dem VPIC Launchene. Im Hintergrund seht ihr heute eine Double Nuclear auf Stronger, das spielt mit der M8A1. Ah, alles klar, natürlich die M8A1, natürlich die M8A7. Mit dieser übelst geilen Tarnung da drauf. Auf jeden Fall richtig nice die Tarnung. Schaut auf jeden Fall bei dem Jungen vorbei, der macht echt fresher Gameplays. Lasst ihm auf jeden Fall mal ein Abo da. Und bei mir könnt ihr auch gerne vorbeischauen und auch ein Abo lassen. Und ich würde sagen, wir kommen heute auch zum eigentlichen Thema. Wie der ein oder andere vielleicht im Titel gelesen hat, geht es heute um Pokémon Go. Ich habe mir sehr verrückte Stories ausgesucht und sehr schockierende, weil ich spiele das Game zum Teil auch sehr gerne selber. Jeder spielt es eigentlich, ziemlich viele Leute zocken dieses Game, weil es auf jeden Fall richtig Bock macht, ein bisschen durch die Gegend zu fahren und man ist auf jeden Fall auch mal draußen und sitzt nicht immer den ganzen Tag in der Bude und zockt. Und das ist auf jeden Fall ziemlich nice, das Game, aber die Storys, die ich jetzt erfassen, sind auf jeden Fall ziemlich schockierend, weil was einige Leute echt machen, das geht echt ziemlich doll unter die Gürtellinie. Und ich würde sagen, lass uns beginnen mit der ersten Story. Die erste Story ist auf jeden Fall echt packend und handelt über einen US-amerikanischen Soldat, der im Krieg gegen die IS war und dort auf jeden Fall Pokémon Go spielte und den IS auf Facebook aufforderte um einen Pokémon-Kampf. Also er wollte gegen die mit seinen Pokémons kämpfen und er meinte danach auch noch im Interview, dass es auf dem Schlachtfeld ziemlich viele Pokéstops gab und auch ziemlich viele Arenen, aber sehr viele Pokémons hat er auf jeden Fall nicht gefunden. Und ich meine, im Krieg hat man ja sowieso nichts anderes zu tun, außer mal sein Handy rauszuholen und ein bisschen Pokémon zu zocken. Ich meine, das mache ich ja auch immer. Ich bin auf dem Schlachtfeld und hole mein Handy raus und zocke ein bisschen Pokémon. So sieht es auf jeden Fall aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann noch direkt bei der nächsten Story. Der Wolfsberger AC, ein österreichischer Fußballclub, hat auf jeden Fall auf den Pokémon-Hype reagiert und direkt mal ein Verbot ausgehängt. Im ganzen Stadion darf man während des Spiels kein Pokémon spielen und die Handys dort werden, oder man wird irgendwie rausgeschickt aus dem Stadion, wird dann rausgeschmissen und man darf auf jeden Fall nicht im Stadion sein, wenn man Pokémon zockt. Das heißt, wenn dort ein Pokéstop ist oder irgendwelche anderen Sachen, man darf dann nicht hingehen. Auf jeden Fall sind dort alle Pokémon sozusagen Handys verboten, also man darf kein Pokémon zocken. Wenn man mit Pokémon zockt, wird das auf jeden Fall mit einer Geldstrafe geahndet, was auf jeden Fall ziemlich krass ist. Ich meine, irgendwelcher Verein verbietet irgendwelche Pokémon, also man darf kein Pokémon zocken. Also stell dich mal vor, ihr sitzt am Stadion und spielt irgendwie Pokémon während des Fußballspiels, das eigentlich niemanden stören sollte, und das verbieten einfach die Leute dort. Ich finde es auf jeden Fall ein bisschen überreagiert, dass man jetzt auf einmal Pokémon verbietet in irgendwelchen Stadien. Ich meine, obwohl es auch ein bisschen nachvollziehbar ist, ich meine, es gibt bestimmt irgendwelche Verrückten, die dann aufs Spielfeld laufen würden, wenn da ein Pokéstopp wäre oder so. Und ich würde sagen, wir kommen dann auch schon direkt zur abschließenden Story, Jungs, finde ich eigentlich für mich persönlich ziemlich schockierend, denn ich meine, es geht darum, dass Leute ins KZ nach Auschwitz fahren, um dort Pokémon zu sammeln im KZ. Genau. Ja. Mit im KZ, ich meine, man fährt ja nicht hin, um ein KZ anzugucken oder um zu sehen, wie es damals irgendwie früher war in ein KZ, um dort Pokémon zu sammeln. Dort brechen Leute nachts ein, wenn es geschlossen ist, um Pokémon zu finden, weil dort im KZ irgendwie ein Auschwitz, glaube ich, ein Pokéstopp und eine Arena ist. Deswegen brechen Leute auf jeden Fall dort ein, um die Arena zu kämpfen. Und ich meine, von den Entwicklern ist es auch ziemlich doof, eine Arena in Auschwitz irgendwie da reinzumachen. Ich meine, ich finde das auch schon ziemlich lächerlich. Bei uns, wo ich wohne, auf dem Friedhof, ist auch eine Arena dort von Leuten nachts um eins mit dem Auto rauf und laufen über irgendwelche Gräber und suchen nach Pokémons, und dort ist eine Arena mitten auf einem Grab drauf und suchen auf jeden Fall dort nach einem Pokémon und kämpfen dort auf unserem Friedhof. Und ich meine, ein Friedhof ist ja nicht so dazu da, um da irgendwie, dass da 50 Leute mit dem Handy draufstehen und kämpfen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich lächerlich. Ich würde gerne mal eure Meinung wissen, was ihr so davon haltet, und ich würde sagen, das war's auch schon mit dem Commentary. Lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr den Clan noch nicht abonniert habt. Verpasst auf jeden Fall keinen täglichen Content, wenn ihr das aber macht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und ciao.